Vor dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember informierte die Vorarlberger AIDS-Hilfe auch in diesem Jahr wieder über die lokale Situation in Vorarlberg. Die Zahl der Neuerkrankungen bleibt weiterhin konstant hoch. Wir haben in Vorarlberg regelmäßig 8 bis 12 Neuinfektionen in den vergangenen Jahren, auch heuer wieder. Und österreichweit so um die 500 Neuinfektionen. Das wird sich auch heuer wieder, zeigt sich auch heuer wieder. Das Jahr 2010 steht für die AIDS-Hilfe unter dem Motto Stop AIDS, Keep the Promise. Die Politiker weltweit sollen dadurch an ihre Versprechungen im Kampf gegen AIDS erinnert werden. Wir haben nach wie vor Bedarf, in der Sozialarbeit weitere Stunden aufzustocken und werden auch entsprechende Gespräche mit dem Landesrat führen. Wir brauchen auch wieder Gelder für bestimmte Projekte, haben wir auch wieder angesucht und wir gehen auch davon aus, dass ein Großteil auch wieder wie in den Jahren zuvor kommen wird. In Bezug auf die Diskussion um einen rezeptfreien Zugang zur Pille danach bezieht die AIDS-Hilfe keine direkte Position. Wichtig sei, dass die Verhütung durch Kondome der wirksamste Schutz gegen den HIV-Virus bleibe. Die Pille danach ist natürlich immer ein Notfallsmedikament und für die AIDS-Hilfe heißt das, dass Safer Sex nach wie vor wichtig ist. Safer Sex heißt, sexuelle Kontakte mit Kondom stattfinden müssen, besonders wenn die Partner oder Partnerinnen unbekannt sind. Neu angeboten wird die Möglichkeit einer Psychotherapie in den Räumlichkeiten der Vorarlberger AIDS-Hilfe. Psychische Belastungen wie soziale Ausgrenzung würden das Zusatzangebot notwendig machen. Derzeit sind 3 Klientinnen und Klienten in Therapie, nehmen dieses Angebot in Anspruch, ist aber durchaus ausbaufähig, weil der Bedarf vorhanden ist. Unsere Klientinnen und Klienten erleben viele Belastungen, vor allem auch psychische Belastungen, die es einfach dringend notwendig machen, die Diagnose HIV, AIDS, die ganzen Nebenwirkungen, die ganzen Belastungsfaktoren einfach aufzuarbeiten.